Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Lebensfreude-Talk. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid und mit euch gemeinsam begrüße ich jetzt und sage ein herzliches Hallo zu dem Arthur Thomalla. Hallo lieber Arthur. Ja, hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne. Voll. Wir kennen uns jetzt über Facebook schon seit einer Weile, seit September letzten Jahres, glaube ich, haben wir eben so im Vorgespräch ihn etwa herausgefunden. Und bevor wir jetzt so in das Thema Lebensfreude und in das Thema Gesundheit, was ja auch eines meiner Steckenpferde ist, ich habe dir ja eben erzählt, es geht so niemand aus meiner Praxis raus, ohne auch noch etwas über das Thema Gesundheit und vielleicht auch Ernährungsumstellung erfahren zu haben, die Auswirkungen auf uns und, und. Bevor wir darauf einsteigen, würde ich dich jetzt aber erstmal zu Wort kommen lassen, damit du dich mal vorstellen kannst und uns mal erzählt, wer ist der Arthur Thomalla und ja, was macht der Arthur Thomalla denn so? Also ich bin 31, habe drei Kinder, ja, im unterschiedlichen Alter und ich interessiere mich schon seit sehr vielen Jahren mit Gesundheit. Also ich probiere anderen Menschen so ein bisschen die Fehler aufzuzeigen, ja. Aber ich habe immer wieder Wehwehchen, ja. Und die Frage hat sich immer aufgestellt, wie kommt das, ja, dass ich diese Wehwehchen habe? Und dann habe ich mich mit mir selber erstmal beschäftigt, bevor ich anderen helfen wollte. Ja, obwohl ich immer wieder Leute hatte, die ich gesehen habe, die es natürlich immer wieder schlecht ging. Und dann habe ich mich mit mich selber beschäftigt. Ja, sei es mit dem Unterbewusstsein, mit dem Seelischen oder mit dem Körperlichen. Ja, weil es gibt sehr viele, wie soll ich denn sagen, Faktoren, die dazu führen, dass man krank wird. Ja, nicht nur alleine der Körper oder die Ernährung, sondern es gibt sehr, sehr viele Faktoren und damit muss man sich erstmal beschäftigen, bevor man an das Ziel kommt. Es gibt natürlich ganz einfache Sachen, wenn man natürlich irgendwelche Organe krank sind, dann weiß man ja, dass es meistens die Ernährung ist, ja, meistens, aber es kann auch einen seelischen Ursprung haben. Ja. Und seit September ungefähr, beziehungsweise Januar habe ich richtig damit angefangen, habe ich eine Seite, ja, wo ich halt Leuten zeige, wie zum Beispiel, was zum Beispiel Wasserstoffperoxid ist, was es für unsere Gesundheit tun kann, Gerstengrassaft, ein bisschen Heilkräuter oder beziehungsweise Wildpflanzen, die man zu sich nehmen kann. Damit die liebe ich natürlich auch. Also ich habe da auch einen Kräuterladen, den ich gerne besuche und anderen auch empfehle. Und ja, das so kurz zu mir. Oder hast du da noch irgendwelche speziellen Fragen? Ja, zum einen Wildkräuter würde ich gerne ein bisschen aufgreifen und zum anderen, was aber immer viele interessiert, du hast von den vielen Wehwehchen gesprochen und du hast ja auch sogar schon klar geworden, dass du das Ganze irgendwann mal ganzheitlich gesehen hast, dass dein Körper dir Signale schickt, eine Disharmonie und dass sie irgendwo ihre Ursache hat, oftmals eben auch im mentalen oder im energetischen Bereich. Gab es da wirklich so ein Schlüsselerlebnis, wo du dir mal gesagt hast, so jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich endlich mal in eine andere Richtung? Weil ich weiß, dass es vielen so schwer fällt. Ich gehe das Thema Ernährungsumstellung und so auch immer so ganz sachte an. Es fällt einfach vielen schwer. Wir sind ja total anders konditioniert. Wie war das bei dir? Warst du auch so mehr oder weniger? Oder wie schaut deine Ernährung heute aus? Fangen wir mal damit an. Oder wie Also du, sah sie früher aus? ich habe früher habe ich ja alles gegessen. Ich war auch bei Burger King, McDonald's und KFC, also alles, was man so kennt, aber auch nicht so oft. Ich war auch gerne so der Salatliebhaber, aber ich habe auch so Salate gegessen, wie normale Mayonnaise und so weiter. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir vegetarisch aber nur geworden sind. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass die Ernährung nicht alles ist. Ja, weil es gibt, wie nennt sich das? Wir wohnen zum Beispiel in, jetzt fange ich wieder mal mit meinem Lieblingsthema an, mit Vitamin D. Wir wohnen halt über dem Äquator und da ist es ein bisschen schwierig, das zu tanken. Ja? Und meine Wehwehchen waren diese ganz klassischen mit Depressionen, mit chronischer Müdigkeit und ich hatte mit der Wirbelsäule zu kämpfen. Also ich hatte extreme Schmerzen und das hat sich, war schon so ausgeprägt, dass das linke Bein taub war. Also es war schon extrem, nennt sich das, schmerzhaft. Ja? Und das hatte aber, die Lösung war eigentlich ganz simpel. Ich habe erstmal hier damit angefangen. Ja? Ich habe erstmal
Das Seelische, weil ich habe in der Kindheit sehr gelitten, also auch unter der Erziehung, ja, und die programmiert uns ja auch. Ja, und wenn diese Programmierung die ganze Zeit, wenn man die mit sich trägt und im Leben weiterträgt, dann belastet einen das immer mehr. Und man muss so gesehen das vergeben und auch vergessen können, ja, damit man davon befreit wird. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man immer wieder mit Zorn zu kämpfen und man schluckt das immer wieder und das belastet halt die Seele extrem. Und ich habe das halt irgendwann mal gelassen, habe auch keine Diskussion geführt, habe vergeben und vergessen, wie man so schön sagt. Das sollte man immer wieder machen. Ansonsten trägt man das auf seinen Schultern und das belastet einen. Ja? Und mit der Wirbelsäule und mit den ganzen Krankheiten habe ich mich dann mit Nährstoffen beschäftigt, weil ich weiß und halt auch herausgefunden habe, dass unsere Ernährung sehr nicht mehr so ist, wie sie vielleicht vor 100 Jahren mal war. Ja, und da kann man sich auch teilweise auch biologisch ernähren. Man muss halt schauen, es gibt schon biologische Sachen, aber die muss man schauen, ob die wirklich so biologisch sind. Aber ich bin eher der Meinung, ich habe auch mit dem Patrick Strohbach darüber gesprochen und er meinte, dass das Obst und Gemüse, was wir haben, ist nicht mehr so oder beziehungsweise ist nicht mehr für uns geeignet. Wir sollten eher Sprossen zu uns nehmen, weil die sind ja, wenn sie groß werden, explodieren ja die Vitalstoffe. Ja, und der Meinung bin ich auch. Ja, und ja, war ein ganz gutes Gespräch und er kennt sich da auch ganz gut aus und er sieht auch dementsprechend aus. Also er sieht jetzt nicht moppelig aus, sondern er hat auch schon Muskeln, obwohl die ganzen Leute, die Fitness machen, die nehmen irgendwelche Proteinshakes, die nehmen Fleisch zu sich, also eher dieses Negative. Ja, und wir haben halt mit Fleisch vor allen Dingen aufgehört, beziehungsweise mit Milch. Also Milch trinke ich überhaupt nicht. Wenn meine Frau natürlich einen Kuchen backt oder so, da schaue ich nicht so drüber, weil das hat auch was mit dem Mindset zu tun. Also man kann sich natürlich auch mit dem Mindset sehr extrem vergiften. Ja, also ich achte schon bei manchen Sachen, nehme ich das nicht zu mir. Manche Sachen nehme ich zu mir. Es hat vieles damit mit der Gesundheit auch zu tun. Aber wenn man gewisse Sachen zu sich nimmt, wo der Körper Vitalstoffe kriegt, dann ist es, denke ich, kein Problem. Ich merke das ja jetzt an mir und auch meiner Tochter. Weil sie ist seit der Geburt an Vegetarierin. Sie hat sich auch von grünen Smoothies ernährt. Ja, war eine schöne Sache. Und sie ist halt gesünder als die ganze Familie. Ja, also man sieht schon den extremen Unterschied. Aber ich gebe natürlich noch meinen Kindern extra noch andere Vitamine Noch noch mit zusätzlich rein. supplementierst du. Ich merke Ja. schon, wir könnten da ganz, ganz viele Dinge ansprechen. Mir tut es jetzt schon leid, dass der Rahmen jetzt so ein bisschen begrenzt ist, vom Zeitfaktor einfach hier auf dem Kanal. Du hast eben, da möchte ich noch mal dran anknüpfen, weil das für viele ein wichtiger Hinweis ist. Du hast von den Rückenschmerzen gesprochen und hast auch davon gesprochen, dass das ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal so, die seelische Last war, die du mit dir getragen hast aus Kindheitserfahrungen. Wobei das dann keine Elternschelte ist, da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen. Die Eltern haben sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, sind auch letzten Endes verletzte Kinder und Genau. verletzte Kinder produzieren verletzte Kinder und so weiter und so fort. Und du bist dann an einem Punkt angelangt, wo du das erkannt hast und hast vergeben und vergessen, so hast du es ausgedrückt. Das hat schon mal dazu geführt, dass deine Rückenschmerzen weniger wurden. Und vorher hast du noch den Zusammenhang mit Vitamin D hergestellt. Gab es da auch einen Zusammenhang im Hinblick auf die Rückenschmerzen, also Vitamin D-Mangel? Siehst du da auch Zusammenhänge? Also ich sehe sehr viele Zusammenhänge mit Vitamin D, weil das ist ja ein Hormon, ein lebenswichtiges Hormon, beziehungsweise ist es essentiell. Ja, und wenn das fehlt, dann hast du einen gewissen Verschleiß. Ja, wenn du zum Beispiel im Herbst, im Winter, eigentlich ganzjährig, also nach meiner Meinung nach, weil wenn da Wolken drin sind, wenn jemand in der Stadt lebt, ist ja der Smog da und die Sonnenstrahlen sind dann nicht mehr so intensiv. Und wenn du dann dich bewegst, wenn du irgendwelche Sachen machst, ist der Verschleiß doppelt so groß. Also es hat extremen Einfluss auf die Gesundheit. Ja, ich habe es in meiner Familie gesehen, ich habe ja ein Buch dazu geschrieben und ich habe auch
Erfahrungsberichte unter auf dieser Seite, wo ich das Buch anpreise, anbiete, wie man das nennen soll, kann. Das Buch kann man Und käuflich bei dir erwerben. ja, Okay, genau. schickst mir noch den Link, das Ja. schreibe ich dann unter das Video rein. Das interessiert ja sicherlich auch. Ja, kann ich gerne machen. Und die Leute haben dieselben Erfahrungen. Natürlich nicht mit den Rückenschmerzen, aber zum Beispiel mit Rheuma, Bluthochdruck, mit extremen Depressionen, die gehen so weit, dass man halt vielleicht nicht mehr leben möchte. Ja, und anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel jemanden aus der Schweiz, der ist nie gerne rausgegangen. Ja, und dann ist der nach dem Supplementieren von Vitamin D ist er erstmal ein paar Kilometer in die Berge gegangen, wandern gegangen, ohne Okay. Probleme, ohne Schmerzen danach, ohne Muskelkater, ohne gar nichts. Also man sieht da schon, dass es so einen explosiven Einfluss hat, kann man schon sagen, auf uns. Also das sind schon andere Sachen, wenn ich die mit vergleiche. Also derjenige, der aus der Schweiz, der kennt sich ja auch mit Gesundheit aus, aber der hat das nie ausprobiert, weil er es nicht kannte. Und der hat andere Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen und hat trotzdem weiterhin die Probleme gehabt. Ja, natürlich hätte man auch was mit Ernährung machen können. Da gibt es ja auch Ernährungen, die so ein bisschen die Laune pusht. Gibt es ja zum Beispiel die Zitrone, wenn man morgens ein bisschen Wasser mit Zitrone oder mit einer halben Zitrone ein bisschen zusammenmischt, geht es einem natürlich dann auch besser, wenn man das über längere Zeit gibt. Aber ich habe noch nie ein Vitamin gesehen, wie Vitamin D3 jetzt, dass es innerhalb von 10 Tagen, weil bei mir nach 10 Tagen war alles weg. Echt? Ja, nach 10 Tagen war alles weg. Und ich war da auch erstaunt, bei meiner Mutter zum Beispiel der Bluthochdruck. Ja, wo sie trotzdem Tabletten genommen hat. Nach 10 Tagen war alles weg. Ja, das hört sich so an, aber wenn man weiß. Ich habe dem Vitamin D nie diese Bedeutung beigemessen. Ich bin Ja, ja und total darum probiere geflasht ich halt, jetzt. darum habe ich auch dieses Buch geschrieben und probiere das halt auch zu verbreiten. Ja, für mich hat Vitamin D, kann man so sagen, so einen Stellenwert wie das Atmen. Ja, weil wenn du zum Beispiel Vitamin D nicht nimmst und viele haben einen Mangel, ja, die das nicht wissen und das nicht nehmen, haben einen Mangel und haben extreme Probleme und die wissen nicht warum. Natürlich kann man die Ernährung umstellen, ja, aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, dass zum Beispiel im Fleisch, wenn du richtig gutes, hochwertiges Fleisch hast, Biofleisch, ja, aber jetzt nicht dieses Biofleisch vom Supermarkt, sondern sagen wir mal jetzt zum Beispiel von Alnatura, Bio Company und man sieht die Qualität auch an, weil wir zum Beispiel Europäer kennen ja nur Fleisch mit einem weißen Rand. Aber wenn du weißt zum Beispiel, dass Vitamin K2, ja, was du zum Beispiel bei Supplementieren von Vitamin D3 brauchst, wenn du zum Beispiel einen gelben Rand hast, dann ist es hochwertiges Fleisch und es enthält Vitamin K2. Und dieses Vitamin K2, wenn du das im Zusammenhang mit Vitamin D3 nimmst, ja, hat eine knochenaufbauende Wirkung. Und sogar, wenn du zum Beispiel Bluthochdruck hast, säubert das die Arterien, das Gehirn entkalkt. Wobei ich Hast jetzt du. aber kein Fleisch essen muss, um Nee, da, ne? es gibt ja. Das möchte ich einfach so aus ethischen Gründen. Also da bin ich jetzt sehr auf Distanz zu dem Thema Fleisch und ja. Das überlasse ich jedem selbst. Also Ja. ich esse selber nicht, weil ich es meinem Körper nicht antun will. Aber auf der anderen Seite ist es das Ethische kommt ja danach. Das Klar, kommt ja klar. automatisch danach. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, ist Fleisch. Ja. Es gibt natürlich das Pflanzliche. Aber das ist in fermentierten Soja, aber man kann es auch supplementieren. Also man kann es überall so gesehen kaufen. Also man muss jetzt nicht Fleisch essen. Das ist Okay. jetzt für die Leute, die jetzt Fleisch essen, dass die Leute nicht Das irgendeinen einfach mal Abfall wissen. kaufen, sondern wenn, Ja. dann sollen die weniger davon essen, aber hochwertiges. Ja, Ja, ja. nicht gleichzeitig, damit sie sich was Gutes tun, obwohl man das so ein bisschen auch ein bisschen kritisch sehen kann. Ja. Man sieht es so, ich bin da auch so ein bisschen kritisch mit Fleisch und tierischen Produkten. Also ich glaube, mit Fleisch, mit dem Genuss von Fleisch kann man sich nur was Gutes tun, in Ja. Anführungsstrichen, wenn man wirklich dazu bereit ist, das Tier, dem Tier in die Augen zu schauen und es zu töten. Ich sage es Ja. jetzt mal ein bisschen krass. Ja. Na, es ist ja auch so. Es ist ja auch so. Ja. Ja, also ich will Okay. das zum Beispiel nicht mehr. Ja, und Nee. darum supplementiere ich das lieber für meine Gesundheit und fühle mich Ja. auch Ja. super. Ja, Okay. das ist ein ganz anderes Ja. Leben, ja, eine Lebensqualität, wie wir Ja, ja, vorhin besprochen haben. ja, ja. Ja. Das heißt, du hast also diese Themen und Blockaden aus der Kinderstube aufgelöst. Du hast mit
Vitamin D supplementiert, machst das wahrscheinlich auch heute noch. Ganze Family bekommt das wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und damit sind dann, und hast die Ernährung noch zusätzlich umgestellt, und damit sind einfach die Wehwehchen, das waren ja dann noch schon größere Wehwehchen, wenn du dich mit Schmerzen dann auch schon Ich sehe rumgetragen das hast. schon so. Also ich beschreibe das immer so, weil Krankheiten für mich gibt es ja nicht, sondern eher Symptome bzw. Alarmsignale vom Körper. Und für mich sind das Wehwehchen. Natürlich, wenn jemand extrem große Schmerzen hat, dann muss es ja irgendwo herkommen. Ja. Ach, was ich noch vergessen habe, ich habe zum Beispiel auch eine Heuschnupfenallergie gehabt, eine extreme. Mit Niesen, das ging da ein bisschen, dass ich Nasenbluten hatte und natürlich auch Augenjucken. Ja, die Augen waren dann Ja. rot und haben auch gestochen und so weiter. Und mit Vitamin D ist es Echt? weit runtergegangen. Also wenn du vorstellst, ich hatte 10 und 1 bis 2. Also ich habe zwar ab Okay. und zu mal genießt, war Jucken, aber es war super. Ja, Lebensqualität ist dann um einiges besser gewesen. Und wenn man das unentwegt zu sich nimmt, kann es dazu führen, dass man nicht mehr diese Symptome hat, weil das ist ja auch ein Anzeichen von dem Immunsystem. Ja. Wenn du in einem Schlafmodus bist, einem Winterschlafsyndrom, es gibt ja dieses menschliche Winterschlafsyndrom, weil wir ja Säugetiere sind, und wenn du dir zum Beispiel den Bär anschaust, der macht genau dasselbe. Ja. Aber wenn du die ganze Zeit in diesem Zustand bist, Ja. dann ist das Immunsystem, liegt die ganze Zeit flach. Natürlich kannst du die Ernährung umstellen, aber es gibt ja Leute, die das nicht machen wollen. Und dann drückst du das Immunsystem immer weiter runter. Also es gibt verschiedene Faktoren, und so wie ich mir das angeschaut habe, sollten auch die anderen ihr Leben mal anschauen und sollten mal gucken, was mache ich falsch, was mache ich richtig, sich vielleicht selbst mal informieren und schlau machen, weil das ist immer das Allerwichtigste und das ist immer mein Rat. Ja. Und dann nochmal ins Gefühl hineingehen. Wie fühle ich mich denn jetzt Ja. da? Und vielleicht auch Tagebuch führen. Was habe ich gegessen? Was habe ich supplementiert? Was habe ich gemacht? Gehört auch Sport und Meditation irgendwo so mit in deinen Alltag? Oh, mit 3 Kindern ist es ein bisschen schwierig, aber ich probiere schon ein bisschen auch, wenn ich, weil für mich ist eine Meditation, wenn ich Bücher lese. Ja, weil dann hast du deine Ruhe, da bist du in dich selbst gekehrt, ist so ein bisschen auch so wie Meditation. Ich denke mal, wenn ich irgendwo anders wäre und ein bisschen, weil wenn man in der Stadt ist, dann hat man diesen Stress um sich. Wenn ich jetzt zum Beispiel woanders wäre, vielleicht am Strand, dann würde ich mich da setzen und dann hättest du andere Umgebung. Und diese Umgebung gibt ja auch diese positive Energie auch auf dich zurück. Also meditieren tue ich jetzt nicht so, aber für mich ist die Meditation das Lesen. Das entspannt mich sehr und das braucht auch der Mensch. Also Meditation finde ich auch klasse. Irgendwann mal komme ich bestimmt, weil man entwickelt sich ja auch weiter, komme ich bestimmt auch dahin. Aber ich bin so vertieft in so Nährstoffe und Spurenelemente, was für den Körper und für den menschlichen Organismus am wichtigsten ist. Ja, und für mich ist es so, dass gutes Salz, gutes Wasser, die Sonne dazu gehört, natürlich auch Atmung und andere Sachen, ja, Detox und so weiter und so fort. Aber da gibt es so viele Detox-Sachen, da empfehle ich eigentlich, sich selbst schlau zu machen und das Passende auszusuchen. Auf sein Bauchgefühl einfach auch zu lauschen, ne? Im Hinblick auf Vitamin D und Vitamin K gibt es da auch eine Produktempfehlung von dir, die wir verlinken können für diejenigen, die wir da jetzt neugierig gemacht haben. Da ist, also in Deutschland ist es sehr schwierig, was zu bekommen. Da kriegt man höchstens vom Arzt Dickristol, und davon bin ich auch nicht der Fan, weil es halt künstlich ist. Es ist aber für Veganer, da bin ich aber auch so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn ich Lanolin, das ist aus Schafsbaumwolle gewonnen, da muss jeder für sich selber wissen. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass Lanolin besser auf den Körper wirkt, und bei D-Crystal habe ich schon einen gehabt, jemanden, der unter mein Video geschrieben hat, D-Crystal habe ich benutzt und es hat nicht gewirkt, und dann bin ich auf Lanolin umgestiegen und dann bumm, hatte ich den Effekt. Ja, und bei D-Crystal ist es halt auch so, dass da auf Erdnussbasis ist, und manche haben ja auch eine Erdnussölallergie. Da muss man halt so ein bisschen gucken, ethnisch kann ich das vertreten oder nicht.
Ich denke mal aber, das ist jetzt nicht so schlimm, weil wenn ein Schaf zu viel Baumwolle hat, dann ist es natürlich auch für das Schaf auch nicht so doll. Ja. Es ist halt problematisch, das zu bekommen. Also man muss schon ein bisschen hinter sein. Und in meinem Buch habe ich zwar Empfehlungen gegeben, bei Amazon gibt es auch sehr viele Produkte, auch für Kinder und so weiter. Für Kinder ist es enorm wichtig. Ja, und da habe ich auch zum Beispiel eine Erfahrung gemacht, diese Wachstumsschmerzen, die die Kinder haben. Ja, die kommen daher, weil Vitamin D3 fehlt. Okay. Ja, das habe ich zum Beispiel mit meinen zwei Jungs, die sind ja in dem Alter, wo sie extrem wachsen. Ja. Und die haben es bekommen und nach einer Woche war alles. Ist ja total interessant und spannend. Ich lerne ja jetzt hier noch richtig was dazu. Also, Klasse. Okay. das hat so ein, eigentlich, das wirkt auf den ganzen Körper. Ja, du kannst auch ein Sportler sein, es wirkt wie ein Dopingmittel sogar. Ja, Aha. es wirkt Okay. sogar wie ein Dopingmittel. Du kannst fruchtbarer werden durch Vitamin D. Du hast mehr Lust auf deinen Partner. Also es hat so einen extremen Einfluss. Die Gesundheit, kann man sagen, wächst nach konstant nach oben. Also Ja, man ich bekommt merke im es ja Laufe auch an der mir, dass ich so begeistert von dem Sport ja, ich bin. merke das. Man hat bekommt im Laufe der Zeit eine andere Lebensqualität und damit steigt ja die Lebensfreude automatisch, ne? Ja, das ist Okay. mir umso wichtiger, um das auch weiterzugeben. Ja, Ja, ja. aber da sind so ein bisschen die Ärzte so vorsichtig. Ja, was ich teilweise auch verstehe, aber auf der anderen Seite nicht. Weil wenn es ein Hormon ist, was lebenswichtig ist, dann verstehe ich nicht, warum das nicht getestet wird und warum das Wissen nicht weitergegeben wird. Ja, weil Test kostet 40 Euro. Manche können sich das natürlich nicht erlauben. Ja, aber es ist wichtig. Es ist, das habe ich an mir gesehen und an vielen anderen Leuten. Es ist enorm wichtig, wenn man zum Beispiel nicht gewillt ist, seine Ernährung umzustellen, weil es gibt halt Leute, die es ist ganz schwer haben. Ja, ich habe zum Beispiel auch ein Beispiel in der Familie. Mein Mittlerer, der hat sich das Mindset so umgestellt, dass er zum Beispiel Obst und Gemüse gar nicht will. Aber er hat komischerweise hatte trotzdem schöne Zähne und bis jetzt hatte er vielleicht ein Loch gehabt. Obwohl alle seine Mitschüler, alle seine im Kindergarten da alle Karies haben. Ich will aber jetzt nicht sagen, von wegen, ja, Zucker ist gut und ihr müsst Ja. Kinder Zucker geben. Da muss man Ja. immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt natürlich da auch Xylit, also Birkenzucker, eine Alternative, ist auch super gut. Ja, und es ist so eine Sache, ja, Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D. Ja, also es ist richtig klasse und ich mache immer neue Erfahrungen. Ich weiß immer mehr darüber, aber es gibt halt natürlich andere Sachen. Ernährung ist auch eine super Sache. Ja, man kann man auch sehr viel verändern in seinem Leben, auch wenn man gesundheitlich angeschlagen ist. Ja, aber das Ja. muss jeder selbst entscheiden, was Also, er essen will. ja, klar, natürlich. Wir wollen ja auch nicht missionieren. Genau. Was ich bei meiner Ernährungsumstellung einfach gemerkt habe, dass ich schon ein viel bewusster geworden bin, viel wacher geworden bin, weil wenn ich dafür sorge, dass ich viel frische Energie meinem Körper zuführe, dann bin ich automatisch einfach wacher und bewusster und nehme viel mehr Dinge wahr, die ich ansonsten mit der konventionellen Ernährung nicht wahrgenommen hätte, ne? Und mir ist auch noch keiner begegnet, der die Ernährung Richtung Rohvegan auch umgestellt hat, der nicht das Gleiche einfach. Es macht einfach schon was mit einem. Und ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, uns vegetarisch zu ernähren und die vegane Richtung, das war einfach nur noch so das Topping obendrauf. Ich glaube, irgendwann gehen da viele einfach den Weg. Ja. Okay, du hast dich jetzt noch ein bisschen mehr mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt und hast ganz viele Experten befragt, hast jetzt sogar einen Kongress draus gemacht, der jetzt an den Start geht. Und da habe ich noch was Spannendes bei dir entdeckt. Das war ja auch bei meinem Lebensfreude-Kongress so ein Thema, Musik. Mein Mann ist ja, kommt ja aus dem musikalischen Bereich, da gab es Lebensfreude-Musik noch begleitend. Und du hast, auf deiner Seite habe ich noch das Stichwort entdeckt, wie Musik die Gesundheit verbessern kann. Magst du da noch ein bisschen was mit uns teilen zu? Ich habe ein gutes Beispiel in der Familie. Das ist meine Frau. Die hat hier ein Keyboard und immer wenn sie davor sitzt, dann ist sie entspannter. Ja, und beziehungsweise so wie bei mir, dieses Bücher lesen.
Das ist ja eine Form von Meditation, Beruhigung, ja. Und wir sind halt von der Umwelt, vor allem wenn man in der Stadt lebt, muss ich immer wieder wiederholen. Man merkt das, ist sehr negativ, ja, weil die Geister um uns herum, wir sind ja alle verbunden. Und wenn wir wissen, dass wenn wir verbunden sind, ist ja der Einfluss halt sehr negativ, ja, weil die meisten Menschen leben nicht bewusst, sondern in einem gewissen, wie nennt sich das, wie eine Maschine eher. Ja, und wenn du halt wenn du Musik spielst, ja, oder jemandem das beibringst, dann bist du in einer ganz anderen Welt. Ja, ich habe ja mit der Pianola Muse gesprochen, und sie hatte halt auch geistig behinderte Menschen, ja, und diese waren dann ganz anders. Ja, und da siehst du halt den Unterschied. Wenn ein Mensch zum Beispiel Autismus hat, ja, dann kann er nie lang genug sitzen und kann sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Und wenn du diesen Menschen an was zeigst, Klänge, ja, wenn du Beethoven, Mozart und so weiter machst, kannst du mit Wasser vergleichen. Kennst du bestimmt, ne? Du kannst dieses Wasser informieren, ja, und wenn du das trinkst, dann hat das einen ganz anderen Einfluss. Ja, ist bei Musik, je nach Musik, wenn du das hörst, ist es ja auch grundverschieden, also anders. Ja, wenn du zum Beispiel Auto fährst, wenn du aggressive Musik spielst, bist du aggressiv. Wenn du aber ganz Mozart, Beethoven ist eine ganz gute Sache, hat man ja auch bei diesen Kristallen auch bestätigt, also bei diesem informierten Wasser. Masaru Emoto ist also das Stichwort, ne? Ja, genau. Und du hast halt ganz gute Sachen, ja. Und Musik ist für mich natürlich auch was Gutes, obwohl ich jetzt nicht so der Musikfreund bin. Aber ich wollte sie halt interviewen, weil es was ganz Besonderes ist. Also dieses intuitives Klavierspielen ist was ganz Schönes. Das kann ja im Endeffekt jeder lernen, der will und Zeit hat, ohne Druck, ohne sonstiges. Und ja, für mich ist das, ich wusste ja schon durch meine Frau, dass es halt gesundheitlich fördern kann. Aber man muss immer sich mit sich selber beschäftigen, wenn man Probleme hat. Und wenn man natürlich das nicht herausfindet, dann muss man jemanden suchen, ob es der Arzt ist, ein Heilpraktiker, ein Gesundheitscoach, Ernährungscoach, du zum Beispiel, ja, oder du zum Beispiel, oder was anderes. Aber Musik ist schon eine ganz schöne Form. Kann auch Emotionen hervorrufen, die man zum Beispiel auch nicht kannte. Ja, bei einem Liebeslied kann man weinen, kann man natürlich auch depressiv werden, ja, aber es gibt auch Lieder, die positive Stimmung hervorrufen können. Also es kommt immer darauf an, welche Musik man hört natürlich, ja, aber Musik hat sehr, sehr positiven Einfluss. Darum haben wir ja auch unsere Ohren. Die sind ja nicht nur zum Zuhören da, sondern auch mal schöne Klänge zu hören, ja, die für unsere Seele da sind. Es gibt auch, glaube ich, Hinweise dafür, wo man so Tests gemacht hat und hat Pflanzen in die Nähe von Lautsprechern gestellt. Und bei Beethoven zum Beispiel haben sich die Pflanzen in die Richtung dann bewegt. Im Zeitraffer natürlich kann man das nur sehen. Und bei anderer kräftiger Musik, die so, ich kenne mich da vom Namen nicht aus, möchte jetzt nicht irgendwelche Sachen da auch einfach von mir geben, da hat die Pflanze sich vom Lautsprecher hinwegbewegt, weil sie einfach nicht gut getan hat. Ne? Ja. Aber man merkt, wie sehr das Thema Gesundheit ja am Herzen liegt. Ja, weil es gibt einfach so viel, ja, was mit Gesundheit ist, aber keiner sich dafür wirklich so interessiert, und viele haben auch Probleme. Ja, die gehen lieber zum Arzt, dann zur Apotheke und schlucken, ja, ganz einfach, ohne sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich war ja immer, also so wenig wie möglich Tabletten zu nehmen, wo ich noch nicht wusste, dass es halt so viele alternative Sachen gibt. Und ja, ich habe so wenig wie möglich, nur wenn es zum Beispiel Notfall ist. Also wenn ich zum Beispiel extreme Zahnschmerzen hatte, und von dem, was ich jetzt nicht weiß, da musste man halt nehmen, weil man kann nicht schlafen. Durch Schlafentzug wird man natürlich auch aggressiv und hat keine Lebensqualität. Und für mich ist es halt wichtig, den Menschen zu zeigen, dass sie ihre Lebensqualität mit, man kann sagen, einfachen Schritten verändern können. Ja, und der Erfolg ist einfach da, nur der Wille muss da sein. Ja, der Wille ist immer das, was da sein muss. Und wenn es nicht da ist, da habe ich auch ein paar, könnte ich auch ein paar Beispiele nennen, bleibt man da. Also man muss schon
schon die Gesundheit selbst in die Hand nehmen und man muss halt überlegen, wem vertraue ich oder gebe ich meine Gesundheit und wem vertraue ich nicht und gebe meine Gesundheit nicht. Ja, also ich habe sie selbst in die Hand genommen und ich bin daraus rausgekommen und ich muss dir sagen, ich bin seit sechs, nee, wir haben ja schon fast den 10 Jahren, seit 10 Monaten schmerzfrei. Also es ist nicht nur eine Woche oder zwei, sondern schon über längere Zeit. Ja, obwohl ich schon bei Schmerzen, bei extremen Schmerzen, habe ich zwar auch auf dem Boden geschlafen müssen, aber ich habe auch mit anderen Mittelchen, zum Beispiel DMSO, habe ich auch den Dr. Hartmut Fischer, habe ich auch als Experten meine Schmerzen weggezaubert für ein paar Tage, ja, ohne Nebenwirkung. Ja, was man bei Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen leider nicht sagen kann. Was ich leider ganz, wo ich traurig bin, weil es natürlich auch Nebenwirkungen haben kann. Also man merkt es schon, dass das bei mir, also bei mir ist es auch, hat es auch was mit der Vergangenheit zu tun, weil das ist, ich habe mich schon immer gefragt, ja, schon als kleines Kind, wo ich gesehen habe, in der Familie sind bei mir viele verstorben durch Krebs, habe ich mich gefragt, gibt es denn nichts dagegen? Ja, also das ist, und da war ich vielleicht mal 12, 13 Jahre alt. Und man sieht so, dass der eine verstirbt, der zweite, dann hat das natürlich auch was mit Emotionen zu tun. Und wenn man jetzt an so einem Punkt ist, wo man mehr Wissen hat, und ich bin manchmal so, dass ich mir wünschen würde, dass ich wieder in die Vergangenheit gehen könnte, ja, wie eine Zeitkapsel und das verändern könnte. Ja, weil es geht. Nur man muss halt wissen, wie und ja. Und das war dann auch deine Intention, da viele Gespräche mit Experten zu führen und das Ganze dann auch in eine größere Veranstaltung zu packen, sprich in einen Kongress. Welche Rückenstärkung, was erfährt man denn so alles? Du hast ja schon, Vitamin D haben wir ja schon drüber gesprochen, wir haben über die Musik gesprochen, du hast schon. Vitamin D ist nur so ein bisschen, kann man sagen, kleiner, wie nennt sich das, so ein kleiner Punkt. Also ich wollte nicht selbst als Referent auftreten, obwohl mir das jemand geraten hat, aber ich wollte erstmal so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Vielleicht mache ich das in einem Webinar nochmal. Ja, ich habe so Personen über Abnehmen mit Rohkost. Ich habe drei verschiedene Leute, die sich mit Sport beschäftigen, auch den Patrick Strober, aber er ernährt sich halt spaßmäßig und Gerstengrassaft trinkt er sehr viel. Dann habe ich jemanden, der sehr feinfühlig ist, den Michael Botha. Dann habe ich verschiedene Heilpraktiker, kollegiale Silber, da geht's, die sprechen über kollegiale Silber, Darmreinigung. Ja, er erzählt auch über Allergien, wie einfach das ist mit drei Schritten. Dann habe ich den Dr. Hartmut Fischer, der sich mit sehr gut mit DMSO auch kennt. Der hat auch ein Buch, ein Handbuch darüber rausgebracht. Dann habe ich zum Beispiel jemanden, der über Mindset spricht, Theta Healing. Dann habe ich eine Expertin, die das Thema von Uwe Albrecht über das von Uwe Albrecht bespricht. Den hattest du, glaube ich, auch. Dieses Inner Wise-Prinzip. Und noch viele, viele andere, also Bianca Muse auch, fand ich ganz gut. Dann habe ich noch die Steffi Fischer, die kennt sich halt mit Schüssler Salzen aus. Dann habe ich die Claudia Stolberg, die kommt aus Korsika, wo viele schöne Pflanzen blühen. Die macht Aromalehre, also der Ort ist passend zur Aromalehre. Und zu denen habe ich eigentlich allen ganz, ach so, und Impfungen. Ja, sind mir ganz, ganz wichtig. Da habe ich auch zwei Experten und diese Themen lagen mir an Herzen. Natürlich werden da noch mehr Sachen analysiert, wie Homöopathie, Kinesiologie und so weiter. Aber es ist nur ganz kurz angeschnitten, weil manche Themen waren mir noch wichtiger und eigentlich wären es noch mehr Leute gewesen. Aber manche haben abgesagt, manche wollten nicht. Aber es wäre dann auch zu viel. Ja, Also, aber das ist ja schon mal ein bunter Mix mit vielen sehr inspirierenden Informationen, was man sich da holen kann, wenn man sich jetzt da ein bisschen mehr noch mit dem Thema beschäftigen möchte, was wir jetzt alles nur so angesprochen haben. Und dann, ja, also für diejenigen von euch, die sich jetzt noch ein bisschen mehr da interessieren für, verlinken wir dann eben auch in der Infobox deinen Kongress.
Kann man einfach kostenlos vorbeischauen, ne? Und sich Ja. dann die Interviews rauspicken, die einen dann eben gerade interessieren, ne? Weil das Thema Impfen ist ja auch ein total spannendes Thema. Und ja, wir könnten jetzt hier noch ganz lange talken über verschiedene Aspekte und Dinge. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, einen Break zu machen. Aber ich würde sagen, Wir wir können machen. ja, wir können irgendwann mal eine Fortsetzung machen. Also Genau, wäre genau. ja auch kein Problem. Vielleicht, wenn die Leute Interesse haben, können sie es ja in den Kommentaren schreiben und dann kann man vielleicht sogar ein Webinar machen zusammen. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, ihr Lieben, wenn ihr Interesse habt und euch das Interview jetzt mit uns beiden hier so gut gefallen habt und ihr möchtet da ein bisschen mehr zu wissen, sehr gerne. Ich bin auch gerade dabei, eine Webinarreihe zu starten. Echt? Ja, das verrate ich jetzt hier. Das weiß noch Wäre ich auch niemand. nicht, Aber aber jetzt so ganz vielleicht. offiziell dann schon mal. Ja, jetzt geht übermorgen geht der erste Newsletter raus. Da wird es ein neues spannende Webinarreihe geben. Und ja, also, wenn ihr den Arthur jetzt im Webinar zum Thema Vitamin D und Co. dabei haben möchtet, dann schreibt es uns in die Infobox und dann kommen wir ins Handeln, ne? Würde ich doch sagen. Ja, also ich hätte kein Problem. Also dieses Thema, das ist so weitreichend. Wie eigentlich sonst keines. Also so ein kleines Vitamin, ne, das Ja, so einen Einfluss hat. ich würde auch noch gerne ein bisschen näher mich mit dir über das Thema unterhalten und vielleicht, ja, können wir das ja im Rahmen des Webinars dann machen. Dann schauen wir mal, wie die Ja, Reaktionen sind und vielleicht dann. können ja die Leute jetzt schon Fragen drunter in den Kommentarbox schreiben oder in den Chat, wenn du ein Webinar machen willst, ne? Ja, Ja. gerne. Also, fühlt euch eingeladen. Ja. Wir schauen dann mal. Okay, ja, dann bedanken wir uns für das Dabeisein. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die tollen Ja. Informationen. Ich habe auch noch so einiges gelernt. Vitamin D hat jetzt einen ganz neuen Aspekt für mich bekommen, werde ich mich auch anschließend noch mit beschäftigen. Und wir schicken euch allen eine herzliche Umarmung. Ganz lieben Dank für euer Dabeisein. Alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mentalvideo, bis zum nächsten Lebensfreude-Talk. Sagen Tschüss, die Irmgard und der Arthur. Tschüss, alles Gute euch und danke für Tschüss. die Einladung. Gerne.